Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim VfR Aalen am Sonntag um 14 Uhr. Stadiontore und Tageskassen vor Ort öffnen um 12.30 Uhr, also 90 Minuten vor Spielbeginn. Wir haben im Vorverkauf 500 Tickets abgegeben und rechnen mit bis zu 700 Eintracht-Fans, die uns auf die Ostalb begleiten werden. Ja, dann eröffne ich direkt die Fragerunde. Lars Rücker von der Braunschweiger Zeitung. Herr Schubert, wie sieht's personell aus? Also Benny Kessel ist noch leicht angeschlagen. Auch Fürsten hatte zwischendurch ausgesetzt, aber hat heute wieder trainiert. Gehe aber davon aus, dass auch beide am Wochenende wieder zur Verfügung stehen, sodass eigentlich dann nur Bernd Nährich momentan nicht dabei sein kann. Der Kollege von Radio 38. Genau, was ist denn mit Jasmin Fejsic? Das sah ja nicht so richtig glücklich aus da, als er einmal ein bisschen weggeknickt ist. Ist da alles im grünen Bereich? Ja, ist im grünen Bereich, hat heute wieder trainiert. Sehr schön. Und kann spielen. Lars Rücker. Nun geht's gegen den VfR Aalen. Die stehen schon als Absteiger fest. Welche Tücken beinhaltet so ein Spiel gegen so eine Mannschaft? Ja, ich denke, das ist, können sich immer wieder die Experten drüber streiten, ob es Vorteil oder Nachteil ist. Letztendlich ist es so, dass klar man sagen kann, es geht für sie um nichts mehr, aber vielleicht liegt auch darin gerade wieder die Tücke. Es sind mit Sicherheit alles Spieler, die auch in der neuen Saison Fußball spielen wollen, die vielleicht sich empfehlen wollen, bei dem Verein zu bleiben, auch im Falle eines Abstiegs. Vielleicht auch Spieler, die sich empfehlen wollen für andere Vereine. Deswegen glaube ich, wird grundsätzlich die Motivation der Spieler schon sehr hoch sein. Zumal es auch, glaube ich, für den Trainerkollegen darum geht, wie geht es in der Zukunft weiter. Und wir können das ja nur von außen beurteilen. Und ich glaube, dass da schon trotz allem eine hohe Motivation da sein wird, trotz der Lage, aber oder vielleicht sogar aufgrund der Lage. Vielleicht ist auch Druck weg. Das ist alles etwas, darüber kann man wunderbar spekulieren und philosophieren. Letztendlich muss man sagen, dass sich Aalen auch in der gesamten Rückrunde sehr kämpferisch präsentiert hat in den ganzen Spielen und nie den Eindruck gemacht haben, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise hängen lassen und das auch in den letzten Spielen. Sie haben es dem dann schon feststehenden Aufsteiger Osnabrück unglaublich schwer gemacht, lange, lange Zeit sehr, sehr kompakt gestanden. In der letzten Minute, glaube ich, dann noch das 0-2 irgendwo kassiert. Hatten jetzt überhaupt auch nach vorne sehr viel Torgefahr. Sie spielen es wirklich gut, haben mit Morris, mit Sessa, mit Sliskovic auch Spieler, die gut getroffen haben, die einfach vorne auch viel Torgefahr ausstrahlen. Das muss man schlicht und einfach auch so sehen. Haben auch gegen Lotte, auch gegen Uerdingen viele Torchancen gehabt, nicht alle genutzt. Wir werden sie nicht unterschätzen. Ich glaube, man neigt ganz schnell dazu, dass man irgendwo auf die Tabelle schaut und sagt, ja, man spielt dann noch gegen die oder die und dann verteilt man dann Punkte. Haben auch nicht so viele gedacht, dass Bayern in Nürnberg Punkte liegen lässt. Also so weit sind wir von ihnen auch nicht entfernt, dass wir locker oder überheblich dorthin fahren könnten, sondern wir sind gewarnt und wir erwarten, dass wir einen sehr, sehr starken Gegner da haben in einem sehr, sehr komplizierten Spiel. Ja, Robin Becker darf wieder spielen. Wie hat er jetzt diese Trainingswoche auch nach der Pause genutzt? Normal. Also Robin Becker hat ganz normal bei uns trainiert und weiter trainiert. Also da ist jetzt nichts, war jetzt nichts Besonderes dran, außer dass er im letzten Spiel halt nicht spielen konnte. Sonst hat er ganz normal trainiert. Ist also wieder eine Option, um in die Startelf zu rutschen? Ja, das ist keine Option. Robin Becker spielt. Okay. Ein anderer. Also ist eine Option. Also ja, er spielt. Ein anderer Innenverteidiger hat sich jetzt gegen Münster mit einem Tor aufgedrängt. Felix Burmeister, kann er auch gegen Aalen am Sonntag eine Stütze sein? Ich werd jetzt nicht weiter die Mannschaftsaufstellung schon benennen, das ist klar. Aber Robin Becker ist bei uns absoluter Stammspieler. Die gesamte Rückrunde ein absoluter Stabilisator bei uns, einer unserer besten Verteidiger. Und deswegen ist es klar, dass er spielt. Freue mich aber natürlich wahnsinnig für Felix, weil das keine einfache Situation ist, wenn man immer hinten dran ist. Aber Felix trainiert super, hat eine unglaublich gute Einstellung, unglaublich gute Mentalität,
pusht die Mannschaft in jeder Trainingseinheit, macht überhaupt nicht den Eindruck, als sei es jetzt ein Spieler, der im Moment eben wenig Spielanteile hat, im Gegenteil. Und ja, ich weiß, dass ich mich hundertprozentig verlassen kann auf ihn, wenn er spielt, und freue mich natürlich dann, dass er tatsächlich dann auch noch ein Tor macht. Das ist umso schöner, wenn es dann noch sogar zum Punkt dann auch damit gereicht hat. Und ja, ist gar nicht hoch genug zu bewerten, wie er sich insgesamt im Training auch verhält. Gucke ich in die Runde, die Radiokollegen. Oh, Frank Kornert von Radio SHW. Es ist ja noch ein anderer Aalener sozusagen dabei. Wie ist das, wenn man da zurückkehrt an seine Spielstätte, wo er noch vor kurzem gespielt hat, für so einen Stürmer? Da müsste man Marcel selber fragen. Das kann ich nicht beantworten. In der laufenden Trainingswoche war das jetzt nicht Thema. Spielt jetzt bei Eintracht Braunschweig. Da hat er ja auch schon mal gespielt. Von daher kennt er das Gefühl ja. Aber ja, kann ich für ihn jetzt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass er auch in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut spielt und dass er auch sehr torgefährlich ist. Ich gehe davon aus, dass er sehr motiviert sein wird, auch am Wochenende. Das ist gar keine Frage. Aber weniger gegen seinen alten Verein, sondern einfach für uns. Also brennt für uns, gibt Gas, und deswegen gehe ich davon aus, dass er auch am Wochenende alles geben wird, was er hat. Auch ein besonders schöner Fall ist Herr Jule Düker. Wenn man das sieht, was er jetzt für Joker-Tore gemacht hat, ist das anders für Sie, wenn Sie jetzt sagen, der brennt so lange, bis ich ihn loslasse? Oder wie geht das? Ja, auch da kann man trefflich dann drüber streiten. Kann man sagen, ja, das trifft auch, wenn er reinkommt. Aber man kann auch sagen, er trifft, weil er reinkommt. Das weiß man alles nicht. Ist immer schwer zu sagen. Wir machen uns jede Woche Gedanken darüber. Beobachten das Training sehr, sehr gut. Und in der Tat ist Julius Düker Woche für Woche auch für uns ein Startelf-Kandidat. Und ja, entscheiden wir von Woche zu Woche. Es ist immer nicht ganz einfach. Zuletzt hat er aber auch immer wieder, wenn er reingekommen ist, dann auch getroffen, war torgefährlich. Und das heißt aber nicht zwingend, dass das so bleiben muss. Heißt aber auch nicht zwingend, dass sich das verändert. Also es sind einfach uns die Eindrücke, die wir aus der Trainingswoche haben und dann die für uns taktisch sinnvollste Lösung einfach auch aufs Feld bringen. Darum geht es für uns. In Aalen müssen Sie auf bestimmte Dinge achten. Das Stadion selbst ist ja vor Ort ein bisschen windig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gibt es da Besonderheiten, die Ihnen so ein bisschen durch den Kopf gehen? Nein, das haben wir Woche für Woche ja, dass mal die Rahmenbedingungen so ein bisschen wechseln. Die Plätze sind in etwa zumindest ähnlich groß. Gibt es mal kleinere, schmalere, längere. Aber klar, Woche für Woche musste ich auf unterschiedliche Bedingungen auch einstellen, auch auf Platzbedingungen. Aber das ist die Aufgabe, es ist halt Fußball. Also da haben wir tatsächlich Woche für Woche unterschiedlichste Bedingungen, und darauf muss man sich dann halt auch einstellen und sich damit auch auseinandersetzen, nicht meckern oder nicht schimpfen, weil irgendwo ein Platz mal holpriger ist als ein anderer. Das nützt halt nichts, das gilt ja für die anderen auch. Und dementsprechend, manchmal kommt es einer Mannschaft etwas mehr entgegen, aber auch das können wir ja nicht beeinflussen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Alle Dinge, die wir nicht beeinflussen können, nehmen wir einfach hin. Aber die kennen vielleicht ihre Maulwürfe, ne? Ja, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, jeder Fußballer spielt erstmal grundsätzlich gerne auf einem Platz, der gut bespielbar ist. Aber ich möchte auch gar nichts gegen die Bespielbarkeit des Platzes von allen jetzt sagen. Ich habe den Platz jetzt noch nicht gesehen. Wir werden sehen, in welcher Qualität er sich präsentiert am Wochenende. Ist das dann, Sie kennen es ja aus eigener Erfahrung, ist das dann was Besonderes? Sie haben es schon angedeutet, wenn man sagt, vielleicht hat man den Druck nicht mehr, dass man da aufläuft. Und bei allen ist es ja wirklich ein Auf und Ab. Sie haben ja auch schon Top-Mannschaften weggehauen. Deswegen, also das, ja, ich habe im Fußball tatsächlich alles schon erlebt. Also ich hatte ein gutes Gefühl und es ist schlecht gelaufen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, es ist gut gelaufen. Dass Mannschaften, die vorher wochenlang nicht gewonnen hatten, haben auch gegen uns dann verloren. Mannschaften, die wochenlang vorher nicht gewonnen hatten, haben dann gewonnen gegen uns. Also es ist alles irgendwo schon mal passiert. Und deswegen, das sind alles Dinge, kann man sich wunderbar, kann man drüber philosophieren. Jetzt für uns ist es eher ein Thema, in welcher Aufstellung spielen die, welche Taktik wenden sie an, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Alles das, was für uns jetzt für das Spiel tatsächlich wichtig ist, darauf konzentrieren wir uns. Über alles andere dürfen alle drumherum philosophieren.
Hand aufs Herz, beim Philosophieren gucken Sie mal mit ein bisschen ab und an mal nach Paderborn? Wöchentlich, klar. Also ich gucke jede Woche nach Paderborn, jede Woche nach St. Pauli, jede Woche nach Gladbach, nach all den Vereinen, wo ich auch schon gearbeitet habe. Ich gucke regelmäßig in Richtung U-Nationalmannschaften. Natürlich ist überall da, wo man schon mal gearbeitet hat. Mit denen verbinde ich auch sehr, sehr vieles. Bin sehr, sehr dankbar für die Stationen, die ich erleben durfte, weil ich in allen Vereinen einfach viel, viel erleben durfte, mitnehmen durfte. Ist nicht immer einfach, aber ich kann bei allen Vereinen sagen, dass das, was positiv war, bei weitem, weitem überwiegt, und habe zu allen Vereinen noch sehr, sehr regelmäßig Kontakt, zu ganz, ganz vielen. Und zu Paderborn auch. Markus Grosche war mein früherer Spielführer in der Mannschaft. Und ganz, ganz viele Mitarbeiter, die da noch sind, kenne ich noch von früher, Spieler. Christian Strodek hat bei mir, glaube ich, sein erstes Profispiel gemacht, ist immer noch in Paderborn. Also natürlich schaue ich da und freue mich auch wahnsinnig für die Paderborner. Es ist sensationell, was sie da jetzt auch wieder für eine Rolle spielen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Saison noch zu Ende geht und ob sie wirklich so ein kleines Wunder noch einmal wahrmachen können. Also dass Paderborn in die erste Liga aufsteigt, das ist wirklich, das wäre wirklich sensationell und gebührt allergrößten Respekt den handelnden Personen, dem Trainer, der Mannschaft, aber auch natürlich Markus Grosche, der, glaube ich, einen Riesenanteil daran hat. Gucke ich nochmal, noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann vielen Dank und allen, oder die, die uns begleiten, gute Anreise. Ja.